Mit Aperol verbinden viele vor allem den Sommeraperitif Aperol Spritz. In Cocktails wird Aperol hin und wieder als fruchtige, weniger bittere Campari-Alternative eingesetzt. Einen richtig hohen Stellenwert hat er in der Welt der Cocktails aber nicht. Im Naked and Famous darf sich Aperol mit zwei Bar-Schwergewichten, nämlich Mezcal und Chartreuse, messen. Und wir schauen uns jetzt an, wie er sich dabei schlägt. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Naked and Famous wird gerne als Neoklassiker bezeichnet. Das ist das gleiche wie ein moderner Klassiker. Es klingt aber irgendwie noch besser. Er wurde wohl Ende der 2000er, manchmal liest man auch 2011, von Joaquin Simon in der New Yorker Death & Co. Bar kreiert. Simon sagte, er sei ein in Oaxaca, Oaxaca ist die Ursprungsregion des Mezcals in Mexiko, also ein in Oaxaca gezeugter Bastard aus der Liebe von Last Word und Paper Plane, und dass er, also Simon, nie erwartet hätte, dass dieser Drink jemals zu seiner bekanntesten Schöpfung werden würde. Letzterer der eben genannten Cocktails, der Paper Plane, ist ein moderner Klassiker des New Yorker Barkeepers Sam Ross und vereint Bourbon Amaro und Aperol mit Zitronensaft. Mein Video zum Last Word, einem Drink von 1916, findet ihr jetzt hier oben verlinkt. Seinen Namen hat unser heutiger Drink von einer Textpassage aus dem Song Tricky Kid des britischen Rappers Tricky von 1996, welches Simon als Teenager gerne gehört hat. Bei den Zutaten gibt es nicht viel zu interpretieren. Aperol und gelber Chartreuse sind klar benannt, dazu Limettensaft und eben ein Mezcal. Und zudem sagt Simon, dass er gerne ein intensives, rauchiges Produkt einsetzt, damit sich der Mezcal gegen die beiden Liköre auch noch durchsetzt. Ja, und da sollte man nicht auf den Preis schauen. Habe ich nicht gemacht, deshalb werde ich heute den Marca Negra mit 49,2 Volumenprozenten Alkohol verwenden. Den und alle anderen eingesetzten Zutaten, Werkzeug, Glasware etc. findet ihr im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop oder wie immer im Beschreibungstext unter dem Video, wo es auch gegebenenfalls gerade gültige Rabatte für euch gibt. Ja, apropos Zutaten, ich habe da noch einen Tipp für euch von Johann von Cocktailbad. Wenn ihr nur den grünen Chartreuse zu Hause habt, der etwas gängiger ist, dann nehmt davon einfach die Hälfte der Angaben im Rezept und das Ergebnis ist extrem ähnlich. Ich habe das nicht getestet, aber Johann kann man da vertrauen. Ja, und wenn ihr beide Chartreuse zu Hause habt, dann interessiert euch vielleicht meine Chartreuse-Playlist. Die findet ihr jetzt auch hier oben. Ja, der Drink wird geshaked. Wir brauchen also zunächst die Shaker-Oberseite. Wir brauchen einen Jigger in Zentilitern. Wir haben ein Equal Parts Rezept, also gleiche Teile aller Zutaten. Und wir brauchen 3 Zentiliter von allen Zutaten. Und wir beginnen mit dem frisch gepressten Limettensaft. Weiter geht's mit 3 Zentilitern von unserem Aperol Amaro. Drei Zentiliter von unserem gelben, oder eigentlich heißt das wohl unserer gelben, denn es ist die Chartreuse. Und zu guter Letzt vom Mezcal 3 Zentiliter. Wir nehmen die Unterseite unseres Shakers und geben da ordentlich Eis hinein. Na, der will nicht. Geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir schließen den Shaker dicht, sodass hier eine gerade Kante entsteht. Dann geht er nachher leichter auf und das Ganze kriegt jetzt 10 bis 15 Sekunden. Der Shaker ist eiskalt, dann sind wir soweit. Wir schnappen uns ein vorgekühltes Cocktailglas, geben den Hawthorne Strainer in den Shaker, schnappen uns den Fine Strainer und dann seihen wir unseren Drink ab.
Im Originalrezept hatte er wohl keine Garnitur. Natürlich ist diese intensive Farbe auch schon wirklich eine sehr schöne Optik. Nichtsdestotrotz mag ich es ganz gerne, wenn hier noch ein bisschen getrocknetes Obst als Garnitur mitspielt. Ich habe hier getrocknete Zitronen, Orangen und Limettenscheiben. Ich glaube, ich lasse eine Limettenscheibe auf der Oberfläche schwimmen. Wenn er sie loslässt, er lässt sie los. Und ich habe für euch den Naked and Famous. Wie immer die obligatorische Bitte, bevor ich probiere, wenn ihr häufiger meine Videos schaut und euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind für euch nur wenige Klicks, es kostet nichts und das hilft dem Kanal und ich sage danke dafür. Ja, zu unserer Schönheit hier, zum Naked and Famous. Man riecht die Kräuter vom Chartreuse und ein wenig die Rauchigkeit vom Mezcal. Aber in dem Moment, wo der Drink auf die Lippen trifft, ist der Mezcal da. Wirklich diese Tabaknoten kommt dann auf der Zunge natürlich richtig stark durch. Wir haben die herbe Note vom Aperol, die aber sehr schön mit dieser Honigsüße vom Chartreuse spielt. Die Fruchtigkeit ist da. Also man kann schon mal sagen, der Aperol spielt hier eine sehr schöne Rolle, obwohl er da sehr potente Mitspieler hat. Gegenspieler wollen wir ja gar nicht sagen. Der Limettensaft, ja, der gibt so eine saure Note ab. Ist insgesamt ein sehr, sehr erfrischender Drink. Und der wirkt auch eher leicht, obwohl er ja doch einiges an Alkoholgehalt hat. Ja, er passt prima zu Frühling und Sommer und dafür kann ich ihn euch auch sehr ans Herz legen. Das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr unter dem Video oder nach unserem Instagram-Channel. Den gibt es jetzt hier oben verlinkt. Im Abspann verlinke ich euch, glaube ich, noch weitere Mezcal-Drinks. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.